und herzlich willkommen zur zweiten Folge der FIFA 14 Skill Challenges. In der letzten Folge hatten wir ja die erste abgeschlossen, und zwar den Flachpass. Bronze, Gold und Silber haben wir geschafft. Genau wie auch die Skill Challenge angespielt hier. 1600 Punkten noch ganz gut gemeistert. Eigentlich wollte ich 2000 schaffen, aber es ja, sollte nicht komplett sein. Oder hat leider nicht ganz funktioniert. Bei der Gold Challenge habe ich ein bisschen gehangen, aber wer das nochmal sehen möchte, kann in der letzten Folge nochmal einschalten. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit dem fortgeschrittenen Flachpass. Und es ist wieder, wir fangen natürlich wieder an mit dem Bronze-Level, und ich lese noch einmal kurz den kleinen Text hier unten vor. Trainiere dein Passspiel, indem du die Steuerungshilfe im komplexeren Szenarios auf manuell setzt. Sei kreativ und verknüpfe in der Skill-Challenge Direktpässe mit Dreckspässen. Dreieckspässen. Dreckspässe sind das natürlich nicht, sondern Dreieckspässe. Also Steilpässe natürlich. Und ja, dann werden wir mal gucken, was wir dabei so rausmachen. Oder was wir da draus so machen. Und wir fangen natürlich wieder an mit Bronze. Bei dieser Übung versuchst du, deine Mitspieler entlang der blauen Pfeiler anzupassen, ohne die Stangen zu berühren. Mit LS kannst du, also mit dem linken Stick, kannst du zielen und mit A aufladen. Wenn du die letzte Stange passiert hast, tauchen ein Verteidiger und ein Torwart auf. Spiele sie aus und schieße den Ball ins Tor. Achte darauf, dass dein Mitspieler nie zu weit entfernt ist, weil die Übung ansonsten abgebrochen wird. Gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie schwer das jetzt wird. Ich habe da noch nie so Erfahrung mitgemacht. Aber ja, Bestenlisten können wir natürlich nicht aufrufen, weil im Moment keine Verbindung zum EA-Server ist, wieso auch immer. Und ich denke, wir werden einfach mal weitermachen. Und heute habe ich mir Mikel Arteta ausgesucht. Ein spanischer Spieler vom SFC Arsenal, denke ich, auch relativ gut im Passspiel. Sieht man, 87er Kurzpassspiel ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Und ja, bei dieser Übung habe ich ja schon vorgelesen, was man hier machen muss. Und insofern denke ich, mache ich einfach mal weiter. Und wir versuchen es mal direkt zuerst hier mit dem langen Pass auf Podolski. Was das jetzt soll, was er da macht, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ist das Sinn der Sache? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nicht Sinn der Sache, was er hier gemacht hat. Jetzt vielleicht mal zurück. Will er auch nicht zurück? Ach so! Jetzt habe ich es auch verstanden. Okay, das ist natürlich gut. Ich bin beide Spieler. Das ist natürlich auch interessant zu wissen. Das merke ich jetzt erst. Ich dachte, der andere wäre so ein CPU-Spieler. Aber das ist natürlich auch nicht so schwer, was man hier machen muss. Ah, scheiße. Ah, das war natürlich auch nicht gut. Und der auch nicht. Ah, 3300 Punkte leider nur. Eigentlich ist es nicht so schwer, aber am Ende, ja, man darf nicht so viel sprinten. Man muss eigentlich immer, ich hoffe, der andere Spieler wird dann auch nicht sprinten. Weil man muss immer relativ langsam laufen, weil sonst fängt man zu sprinten an und dann geht das in die Hose. Hier, so wie hier. Ah, das war natürlich jetzt schlecht. Azpilicueta auf Podolski. Wieso auch immer das Azpilicueta ist, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben 9200 Punkte und das reicht auf jeden Fall für die Bronze-Challenge. War jetzt nicht so sonderlich perfekt gemacht, aber immerhin noch ganz okay. Und somit denke ich, können wir direkt zur Silber-Challenge wechseln. In dieser Übung verwendest du den linken Stick zum Zielen deines Passes und A, um ihn aufzuladen. Natürlich, ist klar. Folge den Pfeilen, um alle Pässe an deine Mitspieler zu bringen. Dabei soll der Ball nicht gestoppt, sondern im Laufen gepasst werden. Versuche auf das Tor zu schießen, nachdem du den letzten Pfeil passiert hast. Bei dieser Skill-Challenge ist die Passhilfe auf manuell eingestellt. Okay, legen wir doch mal direkt los. Ich drücke auf A und ich denke mal, wir können direkt loslegen. Der war natürlich direkt wieder schlecht. Ist auch schon direkt gefailt, jetzt ganz am Anfang. Jetzt Arteta hier, schön auf Cassola, der auf Arteta, und der hat schon wieder direkt gefailt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zählt. Ja, keine Ahnung, irgendwie den ersten Pass schaffe ich immer nicht, den zweiten ja. Aber schöne Doppelpässe hier auf jeden Fall. Jetzt wieder mal zurück. Ne, 5100 Punkte immerhin. Ihr probiert. Oh, das sollte glaube ich nicht. Ah doch. Ne, war falsch. War falsch oder was? Ich weiß es nicht. Oh, der war natürlich ein bisschen steil, aber auch nicht schlecht. Schöne Doppelpässe, aber der kommt ein bisschen weit. Leider. Und der ist jetzt auch komplett draußen, deswegen nur 3000 Punkte. Also einfach ist das nicht. Sieht vielleicht ziemlich einfach aus, aber der Spieler läuft immer ziemlich weit nach vorne. Und deswegen ist es auch ziemlich schwer, den anzuspielen. Wir müssen ziemlich direkt spielen. Oh, der war jetzt ein bisschen weit nach vorne. Und wieso auch immer der jetzt läuft, das verstehe ich jetzt nicht. 3400 Punkte auch nur bekommen. Also es ist ein bisschen Konzentration jetzt gefragt bei dieser Übung. Der läuft doch jetzt schon mal gut, aber jetzt wieder ein bisschen zu steil gespielt, leider. Und auch der wieder viel zu steil. Jetzt vielleicht nochmal. Schön. Jetzt nochmal vielleicht einen Doppelpass. Und nochmal einer. Ja, vielleicht nochmal. Ah. Ich glaube, am Ende muss man sogar nochmal draufschießen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt vielleicht nochmal ganz souverän machen. Ja, schön. Ah, der kommt da ein bisschen zu steil. Und auch der viel zu steil und der geht, denke ich, auch ins Haus. Ja.
Ich glaube, mein Rekord war bis jetzt 3000 Punkte oder sowas. Ja. Aber viel zu weit nach außen auch getrieben. Das muss auf jeden Fall besser klappen. Ja, kommt zwar nicht durch die Pfeile durch, aber immerhin Doppelpass. Jetzt schießt man drauf! Ah, leider nicht. 4300 Punkte. Mein Rekord war übrigens schon 5100, also ich hätte es fast schon mal geschafft. Oh, da war natürlich, den kann ich direkt vergessen. Kann ich direkt neu starten. Oh, jetzt habe ich auch so den geschossen. Das kann ich natürlich auch direkt neu starten. Das ist nicht einfach. Also. Man sieht natürlich auch eine bestimmte Stärke, die man einhalten muss. Schön, jetzt läuft es doch mal ein bisschen besser. Ja, der läuft auch gut. Jetzt vielleicht mal auf den hier. Jetzt mal zurück. Auf den hier. Jetzt mal zurück. Jetzt schießen wir einfach mal drauf. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nee. Anscheinend nicht. Man muss anscheinend erstmal alle hinter sich bringen und dann kann man erst drauf schießen. Ah, der war natürlich schon direkt schlecht angefangen. Jetzt mal überspringen wir mal einen. Vielleicht klappt das ganz gut. Ja, machen wir mal den hier jetzt. Machen wir mal den. Machen wir mal den. Machen wir mal den. 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 Und raufschießen. Ah, schade. Doch, macht er sogar noch. Aber wir kriegen trotzdem nicht genügend Punkte, oder? Doch. Doch, es sind genügend Punkte. 8100 Punkte. Hätte ich nicht gedacht, dass das genügend sind. Aber immerhin haben wir ja noch am Ende den Abschluss gesucht. Das ist nochmal ganz wichtig gewesen. Und dadurch haben wir jetzt 8164 Punkte von 7000 bekommen. Und das Silber-Level letztendlich auch geschafft. Nachdem ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, habt ihr, glaube ich, auch gemerkt. Und wir machen direkt weiter mit dem Gold-Level. Bei dieser Übung sollst du deinen Mitspieler zupassen und dabei den Pass durch die Lücke befördern. Lücke und Passbereich werden mit der Zeit kleiner. Extrapunkte gibt es für Direktpässe oder wenn du den Ball mittig durch die Lücke spielst. Versuche deine Pässe entsprechend anzupassen, indem du mit L, linken Stick zielst und mit A auflädst, wie man das standardmäßig so kennt, ne? Ist klar. Und wir fangen direkt mal an. Und der war natürlich schon mal schlecht. Also durch die Lücke war das ganz sicher nicht. Und dadurch haben wir jetzt auch schon mal verkackt. Machen wir mal direkt den ersten, jetzt machen wir mal so. Das kommt doch schon mal ganz gut, jetzt machen wir mal direkt den Pass. Der kommt auch nicht schlecht, aber der ist, glaube ich, zu weit außen. Ja, und der auf jeden Fall. Immerhin 1300, ja. Aber, oh, der ist wieder viel zu langsam. Der ist auch wieder ein bisschen langsam. Ich glaube auch, wenn man so durch die Lücke das nicht macht, dann gibt das ziemlich viele Punkte Abzug. Oh, der ist natürlich ein bisschen weit nach links. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, aber immerhin die beste Punktzahl mit 2000. Jetzt mache ich es mal ganz ordentlich vielleicht. Ich hoffe, das klappt. Wenn man direkt macht, dann ist es auch gar nicht schlecht, weil man dann eigentlich im Prinzip nicht ins Ausläuft hier, sondern im Prinzip immer in dem Bereich bleibt. Jetzt sind wir schon immerhin schon bei 2500. Jetzt machen die aber ganz gut immerhin, bis jetzt. Das Ateta machen wir weiter auf Podolski. Ich finde das ein bisschen unglücklich, dass da Podolski dann ausgewählt wurde, weil der ist im Passen wirklich nicht so geil. Aber er macht das bis jetzt ganz gut, er schlägt sich wacker auf jeden Fall. Jetzt vielleicht... Ah, leider nicht. 5300 reicht leider nicht, schade. Jetzt versuchen wir es nochmal. Der Pass von Podolski ist natürlich nicht wirklich gut. Müssen wir natürlich auch ein bisschen stärker spielen. Und, ja, Ateta. Podolski. Also, es ist ein bisschen jetzt auch wieder Kopfarbeit. Wie auch in dem Ding davor. Dass man halt immer die Mitte trifft, wirklich. Und dass man halt nicht ins Aus den haut, so wie jetzt. 3500, nee, 3100 waren das nur. Man darf halt nicht zu weit nach außen kommen, weil dann ist man, ja, nicht mehr so wirklich im Flow drin, nicht mehr im Rhythmus. So wie jetzt wird das wahrscheinlich wieder nichts mehr. Doch, wird sogar nochmal ganz gut, aber nee, durch das Hütteam wird er leider nicht mehr gezählt und es waren nur 600 Punkte. Jetzt sind wir bei 300, bei 600 und auch der wieder schlecht. Das geht auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch irgendwie in der Aufnahme hier hinbekomme. Jetzt probiere ich es mal einfach mit Ball annehmen erstmal und dann spielen. Das ist, denke ich, auch keine schlechte Möglichkeit. Ja, sind wir immerhin schon bei 1300. Miguel Ateta jetzt wieder auf Podolski. Also es ist wirklich nicht so interessant, denke ich mal, für euch jetzt. Weil einfach die ganze Zeit Ateta und Podolski hin und her passen. Aber ihr könnt es ja selber mal probieren. Wenn ihr FIFA 14 habt, könnt ihr selber mal probieren. Ah, schade. Könnt ihr selber mal probieren, hier dieses Level zu machen. Und es ist wirklich nicht einfach. Zumindest nicht, wenn man dabei aufnimmt. Also könnt ihr auch gerne mal probieren, dabei aufzunehmen. Nee, aber auf jeden Fall... Das Schwerste ist es natürlich auch nicht, also es gibt schwerere Sachen, so viel kann man schon mal sagen. Aber man muss sich halt dabei konzentrieren und dabei dann auch noch jetzt aufzunehmen und dabei zu reden, ist natürlich nicht so einfach. Es kann auch sein, dass ich dann mittlerweile oder zwischendurch mal ein bisschen weniger rede, einfach aus dem Grund, weil ich mich konzentriere. Immerhin sind wir ja schon bei 3250 Punkten. Er ist schon bei 3600, wir brauchen glaube ich insgesamt 7000. Das dauert natürlich noch ein bisschen, bis wir das erreicht haben und man darf natürlich auch keinen Fehler machen.
Oh, und der war mit richtig viel Glück noch überhaupt angekommen und der von der Titan nicht mehr. Leider, leider nicht mehr. Einmal probiere ich es noch. Wenn ich jetzt nicht schaffe, dann wird das halt ja, irgendwann anders gemacht. Oder ich mache einfach kurz einen Cut. Okay, das war jetzt schlecht, den lasse ich nicht gelten. Da mache ich es noch direkt nochmal. Also ich muss mindestens jetzt 2000 Punkte oder sowas erreichen. Ab da zählt denn der Versuch. Ja, Ateta wieder auf Podolski. Also wie gesagt, das ist nicht einfach. Also, weiß ich, dass ich auch schon ziemlich oft jetzt gesagt habe. Aber so ist es halt so einfach. Den müssen wir jetzt direkt spielen, sonst wäre der nicht angekommen. Auch der wahrscheinlich nicht. Deswegen spielen wir jetzt ziemlich auf direkt, aber das gibt natürlich auch Pluspunkte, wenn der gut ankommt. Und wir spielen auch ziemlich gut durch die Mitte gerade, aber das muss ich auf jeden Fall sagen. Und der war jetzt nicht so gut. Ah, leider nicht. 3600 Punkte, das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal kurz einmal kurz cutten. Und ja, dann werde ich es wahrscheinlich gleich nochmal zeigen. Ja, während ich das mache, ohne Kommentar wahrscheinlich, weil dann halt, ja, ich wie gesagt währenddessen nicht die ganze Zeit kommentiere. Oder ich könnte es natürlich auch so machen, dass ich das jetzt mache, also kommentiere, die ganze Zeit kommentiere und das dann schneide. Aber nein, ich werde das einmal kurz pausieren, ich werde einmal kurz schneiden und dann werdet ihr auf jeden Fall gleich, ja, meinen gültigen Versuch sehen, ob er nun kommentiert ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das werdet ihr dann gleich sehen und bis dahin erstmal, ja, bis gleich auf jeden Fall. So Leute, ich denke, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe die Gold Challenge geschafft, ja, zum Glück. Es hat so gut 5 bis 10 Minuten gedauert, also ich habe ein paar Versuche auf jeden Fall gebraucht. Aber jetzt habe ich es letztendlich geschafft und ihr habt ja auch gerade gesehen, wie. Und ja, dann werden wir jetzt einfach mal weitermachen und die Skill Challenge nochmal zum Ende hin machen. Und somit dann auch diesen Bereich abschließen. Dann sehen wir, was wir da machen müssen. Versuche den Ball so lange wie möglich von den Verteidigern fernzuhalten. Du erhältst Punkte für aufeinanderfolgende Pässe. Mehr Punkte werden für folgende Aktionen verliehen. Direktpresse, Direktpässe, raffinierte Pässe, richtig lange Pässe und für das Tunneln von Verteidigern. Natürlich ist die Passhilfe bei dieser Skill-Challenge auf manuell eingestellt. Gut, also so ähnlich wie bei der Skill-Challenge davor, nur halt, dass man nicht direkt spielen muss und dass es mehr Verteidiger auf jeden Fall gibt. Und mal sehen, was wir hier machen. Und die bewegen sich auch ziemlich gut auf jeden Fall. Und man muss, glaube ich, auch nicht den Ball wirklich... oh, das war jetzt schlecht. 800 Punkte haben wir erreicht. 20.000 muss man eigentlich. Das ist eigentlich eine ganz normale Spielsituation. Man muss... Oh. Man muss halt versuchen, den Ball zu behaupten und den eigenen reinzuhalten. Das gelingt uns im Moment ganz gut. Oh, der war jetzt natürlich schlecht. Ja, kriegen wir leider auch nicht mehr. 1.300 immerhin. Ah, der war auch nicht gut von Walkett hier. Oh, der hätte auch was, wäre auch fast wieder in die Hose gegangen. Der in der Mitte ist natürlich immer so ein bisschen gefordert. Weil er halt ja ziemlich viele Spieler um sich herum hat. Der war auch nicht wirklich gut. Also wirklich gelingen will mir hier nicht viel auf jeden Fall. Ah, oh, wieder so schlecht ins Ausgespielt. Es ist ja nicht einfach. Also Skill-Challenges sind natürlich meistens nicht einfach. Der war gut. Der jetzt in die Mitte, der wieder nach außen. Jetzt wieder nach unten.
Und jetzt wieder vielleicht nach oben. Ah, schade. 900 Punkte. Ich will noch einmal zumindest, so wie in der letzten Folge, 2000 schaffen. Das wäre mein Ziel hier in diesem Fall. Aber der Spieler kriegt es noch nicht mal auf die Reihe, jetzt hier in der Mitte anzuspielen. Das ist natürlich auch schön. Schade, jetzt vielleicht nochmal. Nee. 700 Punkte. Schön jetzt hier in die Mitte wieder. Jetzt wieder hier ein weiter. Es ist nicht einfach. Ich probiere jetzt auch direkt die ganze Zeit One-Touch zu spielen. Das ist natürlich auch nicht immer das Beste. Jetzt, jetzt läuft der Ball ganz gut. Ah, und jetzt nimmt er den Ball nicht an. Aber ich habe 2000 Punkte geschafft. Das war ja mein Ziel. Und ja, somit würde ich dann diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch die zweite Skill-Challenge zu sehen. Auch wenn ich ja einmal die Gold-Challenge nicht geschafft habe. Tut mir leid dafür, aber man kann ja auch nicht alles schaffen. Und in der nächsten Folge wird es dann weitergehen. Ich kann ja noch den Neustart, wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich kann es auch einmal kurz probieren. Ja, der geht dabei auch direkt daneben. Und wir wechseln direkt die Übung. Und hier seht ihr es. Ja, die zweite ist jetzt auch geschafft. Das nächste Mal geht es dann weiter mit Schießen. Also ganz normal dem standardmäßigen Schießen aufs Tor. Darüber freue ich mich auch dann, oder ja, ich freue mich dann, das auch zu spielen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch darüber, wenn in der nächsten Folge das damit weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen in dieser zweiten Folge der FIFA 14 Skill Games. Und wie gesagt, nächste Folge geht es dann weiter mit dem Schießen mit der dritten. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und haut rein, Leute.